Nummer 4. Die Peitsche endet so. Gewicht links, 70%. Nummer 4 heißt, wir öffnen die rechte Hand, drehen den rechten Fuß 45 Grad. Lassen die Arme sinken und gehen währenddessen mit gebeugten Knien nach vorne mit der Hüfte. Der hintere Fuß dreht parallel zum vorderen. Während die Arme hochschwingen, zieht die Hüfte zurück, bleibt dabei aufrecht, nicht zurücklehnen. Die Hände machen den großen Kreis, wie bei der 3. Aber nicht hinter den Körper gehen mit den Händen, vor dem Körper bleiben. Und während die Hände sinken, gehen wir wieder vor mit der Hüfte, drehen aber jetzt, und damit auch den Fuß, die Hüfte. Und während die Hände hochschwingen, gehen wir wieder zurück in die Abwehrstellung. Die Abwehrstellung ist Handflächen nach innen, in der Mitte ist Raum für den Gegner, falls es einen gibt. Und die rechte Hand ist fast gestreckt, die linke ist auf der Höhe des rechten Ellbogens. Ich führe es noch einmal vor. Das Ganze ein bisschen so wie ein Kolbenmotor. Die Hüfte zieht die Bewegungen. Ja? Hübsche Katze, Leute.